es fantastisch, Musik zu machen, weil du dich die ganze Zeit ausleben und ausdrücken kannst. Wenn ich meine Musikstil mit 5 Worten beschreiben müsste, dann würde ich sagen, es ist erwachsene Synthie-Pop mit Edge und Liebe. I Know handelt davon, wenn jemand erkennt, mit wem er da eigentlich zusammen ist und das voller Empathie akzeptiert, aber auch weiß, dass er die Person jetzt verlassen muss. Das Album heißt Contradictions, weil es um die Gegensätze geht, um die Gegensätze, die uns alle auszeichnen, die Gegensätze, die uns zum Verzweifeln bringen, die Gegensätze, die uns faszinieren, die Gegensätze, die uns anziehen und abstoßen. Das jetzige Album ist entstanden, dass ich eigentlich ein Album fertig hatte und nach dem ultimativen Schliff gesucht habe. Und auf dieser Suche habe ich Joseph, Joe Cross, entdeckt. Josephina got inside the song quite quickly and started giving, presenting lyrical ideas, and then we just worked together crafting the song as a unit, as the two of us. Songs geschrieben haben wir so, dass Joe mir was vorgespielt hat, meistens den Ansatz von einer Hook, und dann habe ich gesagt, dazu habe ich jetzt eine Idee oder eine Emotion, und dann habe ich angefangen, Text zu schreiben, ihm die Idee zu beschreiben, und so haben wir dann gemeinsam parallel gearbeitet, ich an der Melodie und an dem Text, und er hat es musikalisch weiter ausgebaut, bis der Song dann fertig war. Künstlerin zu sein bedeutet für mich, länger als andere Menschen an einem Traum festzuhalten. Dream Dancer, der Song auf dem Album, der ist eigentlich ein gutes Statement zu dem, wie ich Künstler sein empfinde. Avalanche beschreibt so Zustände, wenn du gefangen bist in einer Situation und da nicht rauskommst, aber irgendwie auch, weil es was Bequemes hat. Also es beschreibt wieder diese Gegensätze. Du bist in einer schlechten Situation, aber irgendwie reizt es dich auch. Und du weißt aber, du darfst da nicht drin sein, willst da raus. Und Avalanche ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Song, weil es ist der letzte Song, den wir für das Album gemacht haben. Und für mich war Avalanche das Abschließen mit einer ganzen Lebensphase. Und in dem Song kommt dann auch immer wieder dieser Satz, "This is the last song about you." Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, hatte ich wirklich Gänsehaut. Auf dem Album ist er auch ganz am Ende, weil es ja, wie ich schon gesagt habe, alles echt und authentisch ist.